Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Forever Skies. Ich weiß nicht wann, aber die Aufnahme ist mir abgebrochen. Also in der Folge, die ich jetzt gerade aufnehme quasi, ist mir die Aufnahme abgebrochen, weil die Platte vollgelaufen ist. Zu viele Let's Plays gleichzeitig. Zu viele fertige und rohe Folgen. Da waren einfach mal 1,5 Terabyte voll. So, jetzt ist Kackewetter. Ja, auf jeden Fall ist OBS, wie gesagt, ausgestiegen, hat gesagt, geht nicht mehr, Platte voll. So, und deswegen habe ich keine Ahnung, was ihr gesehen habt und was nicht. Also das hier habe ich gebaut, keine Ahnung. Hier habe ich halt noch ein bisschen Steg weiter gebaut und das hier habe ich gebaut. Und was habe ich sonst noch? Ich glaube nichts. Das Schiff wackelt schon wieder wie blöd. Ja. Den Ballonkern habe ich vergrößert einmal. Wir brauchen Maschinenteile, das war's. Ich hoffe, ihr habt das gesehen mit dem Ballonkern. Also der ist jetzt hier einmal groß. Ich wollte ihn gleich noch zweimal vergrößern. Ja, wenn nicht, dann tut's mir leid. Aber ist halt so. Maschinenteile wollte ich machen. Dazu brauche ich Metalle, die habe ich jetzt. Printing completed. So lange kann ich das Ding schon mal da reinpacken. Ein bisschen Batterie ist noch da. Calories level is decreasing. Ja, das macht gar nichts. Wir haben hier eine leckere Motte drin, die sogar noch drauf wartet. Und hier ist auch noch eine, oder? Oh, die ist noch. Die ist noch roh. Trinken. Gut, den zweiten Extraktor packe ich mal hier wieder weg. Der nervt mich. Das ist der Motor, den haben wir abgeschraubt. Den Sprit tue ich auch weg. Die kann wieder hier hin. Und das Messer kann hier hin. So. Ja, ich weiß. Was brauche ich denn für... Achso, der hängt jetzt hier drin. Schon voll? Ja. Ach, da war er. Okay. Der war ja auch noch da. So, was braucht Ballonkern? Ballon vergrößern, 12 Maschinenteile. 9 haben wir. Printing completed. Also, so, da ist was fertig. Printing completed. Sehr gut. So, Maschinenteile haben wir jetzt, ne? Ballonkern könnten wir auch machen. Aber dazu bräuchten wir nochmal... Oder haben wir so viel Platz? Ne, da bräuchten wir noch mal 2 Reihen. So, und jetzt können wir ihn nämlich hier hinten... können wir ihn nicht vergrößern, weil uns was fehlt. Oder weil es nicht geht. Also wenn wir jetzt die maximale Größe erreicht haben, das wäre mir ja schon recht. Geht jetzt nicht, weil uns... Warum genau ist der jetzt hier rot? Ha ha ha.
Toll, wieso ist der jetzt hier rot? Das sieht ja voll kacke aus. Naja. Vielleicht ist das, also ist ein Bug offensichtlich. Vielleicht ist das nach dem Laden wieder weg. Gut, wie viel haben wir denn? Wir können noch 4 Tonnen können wir noch draufpacken. Also können wir hier noch Geländer machen. Na? Dass wir hier nicht herausfallen. So, dann die zweite Turbine. Erstmal kommt die hier auch weg. Behälter nicht leer. Ach so. Maximum flight speed reduced. Caution. A storm is coming. Ein Sturm kommt schon wieder. Ich gehe noch ein bisschen tiefer. Warning, low altitude. So. Hier müssten wir theoretisch vor dem Sturm sicher sein. Jetzt Upgrade von den Motoren. Transformator war es, genau. Dafür brauchen wir elektrische Elemente und Maschinenteile. Maschinenteile haben wir, elektrische Elemente haben wir eigentlich auch. Ich habe zu viel Zeug. Ich habe das ganze Inventar ist voll gekloppt. Oh was? Deckextraktor mit Filter ermöglicht die Filterung und automatisch extrahierten Ressourcen. Printing completed. Automatisch extrahierte Ressourcen? Bitte was? Der Automatikextraktor. Wir brauchen noch mehr Transformatoren. Hier. Ich muss mal ganz kurz. Ein Polymer haben wir doch, ne? Was? Kristall. Energiekristall. Printing completed. Ich brauche die Regale. Benötigt Station verbessern. Hab ich doch. Wo habe ich das? Da. Da habe ich das Station verbessern. Deckextraktor mit Filter. Das haben wir schon gemacht. Der ist schon automatisch. Dafür brauchen wir einen automatischen Deckextraktor. Hä?
Also das ist quasi ein Deckextraktor-Filter. Und dafür brauchen wir einen Deckextraktor, einen automatischen. Aber den haben wir ja noch gar nicht. Aber da fehlt uns vielleicht der Bauplan. Genau, erstmal einen verbesserten Motor. Ja. Und hier will ich dieses Schwerlastregal, aber es geht nicht. Robustes. Oh nein, das hat auch Pflanzenharz. Ah. Das hier braucht nur Polymer und Glas. Ich mach mal eins. Printing completed. Der fährt so hoch und macht hier nur so ein Bobbel. So ein kleines Kästelchen. Printing completed. Warum sieht das so aus, wie es aussieht? Wo ist da vorne und wo ist hinten? Warum leuchtet das so hässlich? Ist ja furchtbar. Das nenne ich einen Motor. So, und der kommt genau in die Mitte von dem Ding hier. Das wäre dann hier. Da geht's bestimmt nicht, weil was im Weg ist. Doch, es geht trotzdem. Maximum flight speed increased. Ja, und dann noch einen dazwischen. Da brauchen wir aber noch mal von allem. Polymer haben wir auch keins mehr. Mist. Wir haben nur noch Poly weniger. Okay, Inventar voll. Der ist voll. Der ist auch voll. Also hier geht's erst weiter, wenn wir Polymer haben. So lange Maximum flight speed increased. Machen wir es so, dass dieses rote Zeug da nicht weggeht. Das muss noch weg. Das sieht echt seltsam aus. Fliegt hier was vorbei? Automatischer Deckextraktor. Das heißt, der sammelt automatisch das Zeug, während wir fliegen, während wir stehen, die ganze Zeit wahrscheinlich. Ist das nice. Oder nur, wenn wir dran stehen und zielen. Und man braucht halt nicht Maus drücken. Ich weiß nicht. Wir werden es sehen. Wenn wir ihn dann irgendwann haben. Gut. Das hier wollte ich noch leer machen. Ach so, das sind andere. Okay. Und dann? Einrasten kann man nicht anschalten.
man würde hier theoretisch sogar... mehrere hinbekommen. Was war da noch drin? Ah, oh Mann, was gluckert denn da? Ach so, meine Wasserdinger. Die sind voll. Helium. Was war da noch drin? Nichts mehr sonst, oder? So, und die dann? Da noch hin. Ja, fast am Rausfallen. Auch wieder doof. So. Mal hier ein bisschen aufräumen. So, das kommt mal da rein. Und dann hole ich mir das da nochmal alles. So. Machen wir ein bisschen schöner. Wasserflaschen. Da können wir dann auch hier am Ausgang eine Kiste machen, wo wir die die Armbrust dann mitnehmen. So. Bisschen was weg hier. Achso, ich wollte ja noch nach unten jetzt mal bauen, ne? Was brauchen wir eigentlich für die Turbine? Auch Polymer. Dass wir noch ein bisschen höher kommen. Ja, nee, wir brauchen, ja. Es bringt halt nichts, ne? Ich glaube, unseren Schlafbereich machen wir hier. Das Zeug kommt ja alles dann nach unten theoretisch. Also eigentlich mit dem kann ich das aufnehmen, ja. Hier ist Cockpit, da ist Ausgang.
dann könnten wir hier Labor machen. Mit dem. Extraktoren, ja, die Fabrikatoren nehmen wir auch rüber. Den mache ich mal hier hin. Da können wir dann nochmal einen machen. Ja, wobei, mehr als zwei können wir eh nicht bedienen. So, einmal umräumen hier in der letzten Folge für heute. Außer bei euch ist heute Sonntag, dann kommt noch eine Folge. Naja. So, das Ladegerät. Könnten wir auch mal upgraden. Brauchen wir einen Transformator. Halt, hier waren die Maschinenteile und so. Ne? Was brauchte ich für einen Transformator nochmal? Maschinenteile. Printing completed. Dann kriegen wir aber nur einen, oder? Aber ich bin müde, ich muss mich hinlegen. Drei brauchen wir. Printing completed. Energiekristall. Printing completed. Zwei haben wir nur. Dann brauchen wir noch mal Maschinenteile. Fatigue. Rest is recommended. Ah, können wir machen sogar. Printing completed. Was soll's? Schlaf mal kurz. Printing completed. Hydration level is decreasing. Und so. Das Ladegerät. Einmal verbessertes Werkzeug, Ladegerät. Also diese Lampen, die kann ich mir eigentlich echt sparen. Die bringen gar nichts. Bringen null Helligkeit hier. Printing completed. Oh, das ging ja schnell. Also diese bernsteinfarbenen Regale, die mag ich nicht. Das ist für hier für den Schlafbereich ist das von mir aus okay.
ein so ein Ding, aber m-m. Regale, ja, Regalbretter mäßig so. Achso, verbessertes Werkzeugladegerät. Würde ich schon auch hier hin machen. Was macht er da? Warum hüpft er da? Kann man eigentlich auch hier drüber machen. Benötigt Kristallbatterie. Ach herrje. Wie kann ich denn... Ich hab noch eine, ich weiß, aber... Ach so, Energie und Plastik. Naja, das ist ja... Ach so, dann können wir uns die selber machen. Oh, wir können uns da ja voll viele von denen machen. Wo ist die Batterie? Da draus. Die ist verschwunden jetzt. Schön. Printing completed. Printing completed. Krass. Kristall eingesogen. So, und jetzt können wir da was laden. Oha. Okay, das ging schnell. Und bei wie viel Prozent ist die Batterie noch? 99. Okay, das ist gut. Vielleicht mache ich da noch ein paar. Hey, wir haben ja gar nichts mehr zu essen. Oha, ist die Folge schon. Die Folge ist schon viel zu lang. Also zuerst mal trinke ich mal was. So, wie viel haben wir jetzt? 3 von 10. Kristalle haben wir noch ein bisschen. Ja, komm, das reicht erstmal. Ja, soll erstmal reichen. Gut. Plastik. Internet tut wahrscheinlich immer noch nicht, oder? Kann ich jetzt gar nicht gucken. Kristalle drin. Hier waren Polymere drin. Oder andersrum. Ist mir jetzt auch egal. Flaschen, ja, Helium. Keine Ahnung, hier. Kupfer hier oder hier? Hm, wir haben wieder ganz schön viel. Ganz schön viel Zeug verbraucht. Hier war Kupfer. Und da war Metall. Ja, wenn wir das dann in Regalen haben. Erstens werden die Regale dann nach Thema sortiert und zweitens kommen da dann die Zettel drauf. Muss
muss noch kurz was essen. Beziehungsweise mir zuerst mal was zu essen fangen und dann essen. Ich sehe gar nichts. So ein trübes Sauwetter. Ein Staubsalat. Ach so, das war so ein lumpiger Köder. Ein Lumpi-Köder. So, richtigen rein. Weil dieses Mal hinterlasse ich den Zukunftsloss Ossos nicht so einen verhungerten, müden, weiß der Geier was. Da haben wir schon mal was Feines. Eine fette sogar. Sehr gut. Rein damit. Hab ich nicht gleich wieder runtergelassen? Wie dann gleich die Tür zugeht. Warum verliere ich an Höhe? Beziehungsweise, warum kommt die Staubschicht nach oben? Sagen wir es mal so. Die koche ich noch und tue sie eben hier rein, dann hat er was zu essen. Ja, mache ich dann schon gleich. Wand. Für mein Schlafzimmer. Und eine Tür. Aber die braucht elektrische. Aber nur zwei. Hier haben wir. Das braucht 20 Metall. So eine lumpige Metallwand. Hier rein. Ja, mittlerweile bin ich auch durch. Ich merke schon, ich kriege auch Kopfweh so langsam. Okay, dann muss das aber woanders hin.
Ach so. Kannst ja rotieren. So. Sprit haben wir überall drin, ne? Ja. Gut. Und dann wäre hier quasi mein Zimmer. Wie gesagt, wir hinterlassen ihm keinen so einen Saustall. Ausgeschlafen. Und gleich nochmal. So, und trinken. Und essen. Das ist eine fette. Oh Mann, das wäre Verschwendung. Okay, gut, dann nicht essen. Okay, wie sieht es mit der Höhe aus? 222. Gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder ist. Time to play hier bei... Da ist gerade schon wieder was. Da fallen Sachen gegen mein Ding. Hier bei Forever Skies. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss. Ich hoffe mal, dann ist dieses Rote weg. Ich muss speichern. So, jetzt aber. Tschüss.